So, und das war's fast schon wieder, aber in der regionaler Frühschoppen hier oben auf der Burg ist nicht komplett ohne die letzten Nummer, die wir jetzt haben. Begrüßen Sie mit mir die lustigen Muckikanten. Hallo, hallo, liebes Publikum. Wir sind die Muckikanten. Wer seid ihr? Ich weiß, wer ihr seid. Ihr seid heute unser schönstes Publikum, das wir haben. Ganz toll. Gestern Abend waren wir noch in Leiberstung. Das waren ja ganz tolle Menschen da. Ganz schöne Menschen. Aber heute, das ist nicht mehr zu toppen. Wirklich. Wahnsinn. Wir freuen uns, dass wir heute wieder bei euch sind. Ja, da war es dunkler, jetzt ist hell. Und wer im heller Arsch hin ist, den kann man auch gucken. Ja. So, ihr kennt uns schon. Wenn ich lese 22 Jahre närrischer Frühschoppe, dann muss ich sagen, ich bin ganz schön alt geworden, denn 19 Jahre sind die Muckikanten schon hier bei euch und dürfen mit euch hier feiern. Und wer uns kennt, der weiß, dass wir jedes Jahr so ein Liedl machen für Leute, die uns Gutes getan haben im letzten Jahr. Letztes Jahr waren es, glaube ich, die Wirte, Verschworene und so. Und dieses Jahr sind es Leute von der Feuerwehr, weil jeder kennt jemand, wo bei der Feuerwehr ist. Deswegen haben wir ein Feuerwehrlied gemacht. Ein Feuerwehr? Feuerwehrlied. Feuerwehr. Wir singen von der Feuerwehr, weil jeder jemand kennt. Ja, die da von der Feuerwehr, nicht öfter als es brennt.
Qualm irgendwo ein Scheier, brennt irgendwo ein Haus. Dann rücken die mit allem Mann im Spitzenwagen aus. Es brennt, es brennt, es brennt. Alarm! Alarm! Da brennt doch irgendwas. Und sagt doch einen 20 Mann. Und ab geht's auf die Gas. Es brennt, es brennt, es brennt, es brennt. Besonders nett, weil jeder von der Feuerwehr in den Steiger löscht zu Pett. Tatü, 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 da, da, das alles ist gleich was. Sie kommen nicht ins Löschlokal, da ist kein Rettungsgas. Es brennt, es brennt, es brennt, es brennt, nur keiner kommt voran. Denn jeder steht im Riesenstau und darf so gut er kann. Feuerwehrlied. Wow. Das Schöne ist, wenn man hier in Baden ist, wenn man hier auf der Bühlerhöhe ist, wir schwätzen alle dieselbe Sprache, oder? Unser schönes Badisch. Und da wir ja eher ländlich angehaucht sind, wir Mugikante aus dem Dorf kommen, haben wir ja natürlich auch viele schöne Ausdrücke, die ihr auch alle kennt. Und über die wollen wir euch jetzt ein bisschen was zum Besten geben. Scheißtricks gebracht. Yeah.
und mit Feier. Es gibt Kohle und mit Eier. Uns gibt's Helle, die nicht ruhig stellen kannst. Achtung, jetzt kommt was. Neues Gerät. Gibt's nur beim DM. So richtig gel und richtig dick. So dass die Leute schon drüber schwitzen. Da hilft kein Kriege, nur noch Fetze. Die geht das oft mit speziellem Gerät. Putze aus Fetze. Putze aus Fetzer, Putze aus Fetzer. Es gibt viele Arbeitsstellen, aber manche nicht gerade für die Helle. Es war nur zappelt, manchmal laut und manchmal leise. Was war jetzt gut und was war scheiße? Ihr hört jetzt Kopf, falls die Welt gar nicht braucht. Scheißdrecks gebabbel, es war nur Scheißdrecks gebabbel. Herzlichen Dank. Scheiß das gefangen. Ja, wenn man so unterwegs ist, letztes Wochenende waren wir in Hälse, Hügelsheim, gestern waren wir in Leibstum. Und die haben alle so ihren speziellen närrischen Gruß. In Hälse ist Spargelschlupf. Da habe ich schon lachen müssen, wo ich das erste Mal gehört habe. Aber gestern habe ich gar nicht mehr eingekriegt. Das war Quick Quack. Auf die Leiberstuhl fast nach der Dreifaches. Quick, quack. Gott sei Dank haben wir unser Hellau, sag ich euch. Dann kann man richtig aufwarten. Aber Quick, quack war bis jetzt der Höhepunkt. Aber jetzt machen wir Hellau, Hellau, Hellau. So sieht's aus. Hey. Hellau, Hellau, Hellau. So ruft das jede Zahl. Als immer so und alles sind sie tot. Bier und Wein, wird wieder lustig sein. Wir legen los und hören im Auge. Wir spielen nur für euch, so bremst es immer nicht. Ein Basel nach der Liebe lang. Thank you.
bleiben alle noch da, es legt sich keiner an, weil wir die Phasen anders sind. Und gebt mit einer aus, dann geht die Musik mit aus, dann bleibt man hoch auf euer Fest. Und ich bin in vor der 6. Morgens ins Fest. Ja! Die kommen mit der Schlag, wir spielen die ganze Fest. Jeder hört es, sondern der Gesang. Ja, alle sind dabei und lasst euch noch ein. Noch Horn auf die Gläser in die Reihe. So geht's an Phase nach, die Party wieder an. Und gut am nächsten Tag, das steht weh. Der andere Regen fängt, der labert aufs Kind. Der will auch gar nicht niemals. So, liebes Publikum, jetzt haben wir was. Das kann jeder. Und es muss auch jeder. Wir stehen alle auf. Wir singen alle mit den Muckikanten mit. Zwei Lieder haben wir für euch, die jeder kennt, die überall gesungen werden. Und das muss jetzt das Bühler-Publikum einfach bringen. Denn wenn wir träumen in der Nacht, träumen wir nur von euch. Der spielt jetzt auf. Auf.
Rot auf die weiße Tasche drauf. Nur das kriegt er hin, weil er nicht weiß, wofür die Schwarze sind. Später ein Gästchen an der Bahn, dann werden alle Träume wahr. Wenn das Bier dann scheu, ist mancher Traum schnell ausgegangen. Dankeschön. Herzlichen Dank fürs Mitmachen. Liebes Publikum, der Peter, der Franco, der Thomas, der Frank, der Olli, der Ralf und unsere Lisa, unser Däfeles Mädchen, verabschieden sich für euch. Wir freuen uns auf nächstes Jahr. Wir wünschen noch eine glückselige Fasnacht.
Ja, liebes Narrenvolk, ein stimmungsvoller Abschluss unseres närrischen Frühschoppens. Das waren Sie seit 19 Jahren, wir haben es gehört, fester, unverzichtbarer Bestandteil des närrischen Frühschoppens. Unsere Freunde aus Muggensturm, die Muggi kannten. Ja, und ich habe gesehen, ihr habt euch optisch verstärkt, weibliche Verstärkung geholt. Das brauchen wir im Nahe Rat noch nicht, aber es hat gewirkt bei euch, war ganz toll. Ja, ich war. Ihr habt ja letztes Jahr gesungen, dass es euren Schwanen immer gibt in Muggensturm. Ich habe vorhin gehört, den gibt es immer noch nicht. Von daher möchte ich euch heute wirklich, das machen wir tatsächlich offiziell, im Namen der Nahala und mit freundlicher Unterstützung unserer Wirtsleute Isabel und Philipp dieses Jahr ganz herzlich in den Schwanen einladen. Wir machen gemeinsamen Abend in unseren Schwanen in Bühl. Wir lassen eine schöne Zeit, lassen uns verwöhnen von Philipp und der Isabel. Wenn ihr die Instrumente dabei habt, singen wir auch ein paar Lieder. Wir freuen uns drauf, das machen wir dieses Jahr aber wirklich. Auf euren tollen Auftritt und unserer langjährigen Freundschaft ein dreifach donnerndes Hello! 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 Jetzt weiß ich nicht, noch eine Zugabe. Vertrage nur noch eins vom Schwan. Also, dann machen wir das noch einmal, dass es im Ohr bleibt, okay? Wenn die Uhr läuft, oder sind die Dörfer aus, da hat das Kreis und alles Schwolle sind verweist. Komm, geht heute hier hoch, und die Fenster, die sind zu, du hast doch schon Kopf, die Uhr, was soll ich tun? Ich mein Esse, in dein Schatz, bei Kerze, ich dann schenk schon echt dir alle Beute, die sind nicht. Da hat das Kreis und alle Dankeschön den Muggikanten auf euren tollen Auftritt. Die Orten habt ihr schon gekriegt. Nochmal ein dreifach donnerndes Hello! 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 Hello!
Drum bleibe gerade stehen, ist so ein schönes Bild mit euch. Hochverehrtes Nerges Publikum, sehr geehrte Damen und Herren, das war unsere Jubiläumsveranstaltung, das war zum 22. Mal unser innerregionaler närrischer Frühschoppen unter der Federführung der Nala Bühl hier im traumhaften Ambiente der Burg Windeck. Mir bleibt nur noch Dank zu sagen, zuallererst nochmal dem Rolf Fischer und seinem Team. Ohne ihn könnten wir das hier oben gar nicht machen. Das wäre auch schade. Ich bedanke mich bei allen Akteuren, bei allen Personen vor, hinter, auf der Bühne, bei allen Auftretenden und natürlich bei unseren beiden Musikern Albrecht Müller und KDK Klaus-Dieter Klopp. Vielen Dank. Herzlichen Dank an Regie und Technik, allen voran unserem ehemaligen Narrenrat, muss ich leider sagen, Rowald Naber, der hat heute auch das letzte Mal gemacht, Rowald, wir haben dich letzte Woche in der Kappensitzung gebührend verabschiedet. Jederzeit, weißt du, auch ohne Roterkittel darfst du das Abend weitermachen, sehr gerne, herzlich willkommen. Nachfolger Andreas Audenried war dabei und dann haben wir Ben Seifried noch dabei, die Leihgabe der Alda Kabel Windeck. Und zukünftiger Schwiegersohn vom Lothar. Von daher kriegen wir den noch einen roten Kittel an wahrscheinlich. Und nicht zuletzt möchte ich mich bei der Firma Acoustics, die uns das Equipment immer stellt und vor allem beim Roland Thurm, der heute zum ersten Mal hier war, die Technik gemacht hat, hat es hervorragend gemacht und ins rechte Licht, rechten Ton gerückt. Vielen Dank, dass ihr jedes Jahr da seid. Und nicht zuletzt ein ganz herzliches Dankeschön an euch alle, an unser treues Publikum seit 22 Jahren, Garant für gute Stimmung bei dieser Veranstaltung. Ich finde halt was Besonderes, was Einzigartiges, das wäre nicht möglich ohne euch. Herzlichen Dank, ihr wart ein tolles Publikum. So, und jetzt hoffe ich, dass wir uns die närrischen Tage noch das eine oder andere Mal über den Weg laufen. Ich möchte noch darauf hinweisen, aber ihr wisst es ja, nächstes Wochenende Samstag Kinderfastnacht in der Halle mit der Stadt Bühl zusammen. Sonntag großer Umzug mit Narrendorf, Montag närrischer Markt, sicherlich Gelegenheit, dass wir uns noch sehen. Und ansonsten sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Noch ein Hinweis, der Bus war um 15:45 bestellt, der wartet aber sicherlich noch eine Weile länger, könnt ihr Ruhe austrinken. Und damit schließen wir jetzt den närrischen Frühschoppen. 16 Uhr ist eine gute Zeit, um den Frühschoppen zu beenden. Schön, dass ihr da wart, bis zum nächsten Jahr und jetzt gemeinsamer Ausmarsch. Dankeschön.